Jetzt machen wir den guten alten Komödchen da, ne? Den Roll-Containerchen. Wir haben hier rechts, habe ich jetzt hingepackt, die, also als allererstes müsste ich es natürlich auspacken, lalala. Und dann haben wir rechts, hier ist die Schubladenfraktion. So sehen die Schubladenkomponenten aus und so die Korpusfraktion. Gehen wir zur Korpusfraktion. Bei den Korpen gibt es verschiedenartige Sachen. Das heißt, hier haben wir die Seitenteile. Das sehen wir dadurch, dass hier Bohrungen sind für Schubschienen und die Exzenteraufnahmen für die obere und untere Platte. Und dann gibt es natürlich noch ein Mittelding. Bei den Schubladen selber haben wir Leute, oder eher gesagt Partikel, die mit Mini-Exzentern ausgestattet sind. Und dann vorne brauchen wir natürlich die Gegenstücke, die Exzenterbolzen. Diese kommen hier oben rein. Wo bekommen wir denn alles jetzt überhaupt rein? Zusammen bauen wir es nachher. Jetzt bereiten wir erstmal vor. Gehen wir von links nach rechts. Erstens, wir haben hier die Schubladen-Rails. Okay? Die können sich nach außen und nach innen fahren. Denn dieser Teil, den ich jetzt gerade rausfahre, der wird am Korpus befestigt. Ne? Am Korpus befestigt. Hier nehmen wir die dritte von vorne, weil hier ist vorne, das sehen wir daran, dass hier Abschwabler dran ist. Und hier ist hinten, das sehen wir daran, weil hier hinten später dann noch die Rückwand reinkommt. Und die Rückwand ist in diesem Fall dieses Teil hier, was so aussieht wie ein Eiligeboden. So, drittes Löchli, bei der Schrauben tun wir da rein, diese hier. Das sind so ein Zwischending zwischen Made und Möbelschraube. Ne, die kommt da rein. Und dann, wenn wir die da drin haben, sliden wir das nach vorne und können die weitere Madenschraube hier reinsetzen. So, da rein. Okay, nächstes Ding, Exzenter. Ja, die Exzenter, gleiches Ding wie vorhin, dreieckig. Ne, Dreieck zum Kopfholz. Das heißt also, wir drehen es einmal um, richten es zum Kopfholz aus, drücken es fest. So, dann haben wir die Plugs. Die kommen, schaut euch an, ans Kopfholz schauen. Hier kommt ja später der Exzenterbolzen durch. Das andere Loch ist reserviert für unseren Plug. So, und das machen wir jetzt überall hier. Sprich hier identisch wie hier. Hier, da haben wir dickes Loch, kleines Loch. Unser Exzenterbolzen kommen ins kleine Loch, nicht ins dicke. Ins dicke passt überhaupt nicht. Das dicke Loch ist dann nur später dafür da, damit hier da die Aufnahme erfolgen kann. So, hier mit Akkuschrauber reinjagen. Und zwar bis hier unten Kontakt ist. Ne? Bis hier. Und dann zum Verständnis, dieses Teil wird nämlich später hier und das andere Teil wird dort drauf gesetzt. Dann bilden die so den Korpus. Und hier kommt dieses Teil rein. Und dieses Teil hier hat eigentlich gar nichts, außer an Kopfholz-Area wieder Löcher. Diese Löcher sind wieder für unsere Plugs. Zack, sehr schön. Und dann hier weiter geht's. Exzenter-Time. Exzenter-Bolzen Richtung Kopfholz ausrichten. Dreiecke beachten, reindrücken. Und das bei allen. Und dann hier geht's weiter. Das sind jetzt die Fronts. Die Exzenter-Bolzen macht die nicht in die Mitte, sondern nur an den Ecken. Dort, dort, dort und dort. Denn hier und hier machen wir später die Griffe. Nur die Griffe machen wir nicht jetzt, sondern die machen wir danach. Sonst würde das so kippen. Und hier haben wir noch die Böden. Alles klar? Also, Vorbereitungsphase beginnt. So, jetzt haben wir alles vorbereitet. Jetzt können wir schon mal zum unspaßigsten Teil kommen. Und das ist die Montage von unseren Schubkästen. Denn das ist immer Monotonie pur. Erstmal, hier sind die ganzen Front Panels. Okay? Die Front Panels haben Stehbolzen, alles cool. Jetzt Seitenteile. Das heißt, wir können uns jetzt orientieren. Hier ist eine Nut und da kommt eine Feder rein. Sprich die Unterseite. Hier geht es weiter mit der Nut. Das heißt, wir wissen, die Exzenter müssen auf die Exzenter bolzen. Ergo muss oder müsste dieses Teil hier rein. Zack. So können wir uns da orientieren. Da können wir dann auch nicht so viel falsch machen. Es muss halt nur die Möglichkeit gegeben bleiben, dass hier die Exzenterbereiche zusammen fungieren und agieren können. So, das haben wir gemacht. Sehr nice. Gucken wir hier, passt alles. Und wenn wir die gesetzt haben, dann schrauben wir die Exzenter fest, indem wir entweder mit einem Schraubendreher Dreiviertel, halbe Umdrehung festziehen oder mit dem Akkuschrauber, aber dann braucht ihr einen Drehmoment.
von 5, damit das nicht zerstört wird. So, das haben wir gemacht. Jetzt können wir das auch noch auf der anderen Seite machen. So haben wir beide Seiten, nämlich der Schubkästen schon vorbereitet. Das sind jetzt die Seitenteile. Da müssen wir das noch hier einmal positionieren und dann können wir nämlich hingehen und die Unterseiten einschieben. Ne? So, achte darauf, dass das weiße Stück nach oben gerichtet ist, sprich in den Innenraum der Schublade, weil ihr wollt ja nicht dort, es wäre jetzt nicht tragisch, wenn ihr es andersrum macht, nur optisch gesehen wäre es halt blöd. Ihr wollt ja, dass es dann ein weißes Dasein fristet. So, das ist auch drin. Und nun brauchen wir jetzt eins natürlich noch zu verschließen. Das ist dann dieses Teil. Und dieses Teil hat Vorbohrungen an den Seiten. Da kommen nämlich jetzt Dübel rein. Und das sind so Plastik-Widerhaken-Dinger. Das haben die da gewählt. Das heißt, die schießen wir jetzt von hier nämlich dort rein. Und zwar mit dem Hammer. Das heißt, ausrichten. Und dann hauen wir die Dinger da rein. Und die bleiben dann in Position und halten diese zurück, die hinteren Teile auch dort, wo sie hingehören. Eigentlich normalerweise nimmt man da Schrauben. Ich weiß nicht, warum der Hersteller hier dann auf diese Rabiat-Methode zurückgegriffen hat. Und so hauen wir uns jetzt da nochmal durch. Haut rein. So, dann haben wir das jetzt so richtig zusammengekloppt. Ist jetzt nicht so geil, aber okay. Weil eine Schraube ist immer noch flexibel, man kann sie wieder ziehen. Die Dinger da, die kann man nur noch zerstören und deshalb abziehen. Ich weiß nicht. Obwohl, bei den Schrauben ist es ja auch so, wenn die einmal ausgelutscht sind, dann bleibt die ausgelutscht. So, nächstes. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, schon unsere Griffe zu montieren. Da gibt es nämlich Vorbohrungen. Hier gehen wir rein, können durch mit den etwas längeren, spacksartigen Schrauben. Und jetzt ist es wichtig, dass wir dort ins Löchli pong und nicht direkt komplett festdrehen, sondern erstmal beide Löcher anpenetrieren und erst danach festziehen. So. Und dann haben wir die besagte Schublade fertig gebaut und können sie später einsetzen. Und diesen Vorgang wiederholen wir jetzt natürlich mit jedem der Bereiche hier und achtet darauf, dass die Griffe, denn da ist so ein Nippel dran, dass der Nippel nach unten gerichtet ist. Unten ist hier, wo hier unten gleich dann die Schraubfreunde dran läuft. Und dann können wir da nämlich, haben wir nämlich hier schon mal alles fertig und müssen das nicht dann dran machen, wenn wir sozusagen ganz zum Schluss und eventuell die schon eingebaut ist, weil viele Hersteller wollen dann erst, dass man die festmacht. Ich finde das ein bisschen doof. Ich mache das lieber vorher, weil dann hast du das schon mal erledigt und kannst die auch vernünftig anpacken, als wie wenn die schon montiert ist, dann nochmal da rumzufummeln, finde ich dann semi-optimal. So. Damit haben wir unsere Schubkästen komplett montiert und können dann gleich eingesetzt werden. Gut, kommen wir jetzt zum Zusammenbau der ganzen Geschichte hier. Wir haben demzufolge einen Ober- und einen Unterteil. Wir haben Seitenteile. Wir haben Hinterteil. Gute alte Hinterteil. Hinterteil sieht identisch aus. Das heißt, wir können es dran machen, wie wir wollen. Ich muss nur hier in eins der Seitenteile rein. So, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, beidseitig zu gehen, aber auf einer Seite ist ein bisschen mehr Rundung, das heißt, hier ist vorne, ne, hier ist abgerundet, hier ist Zacklidö. Das heißt, hier wissen wir ja, dass die Schubladen nach vorne öffnen, da sind ja auch Pfeile dran. Das heißt, wir müssen jetzt hier hingehen und auch genau schauen, wo ist vorne. Hier ist vorne, hier ist vorne, das heißt, das kommt gleich hier vorne dran. Und dann schauen wir uns noch an, ob hier Unterschiede sind. Hier sind vier Löcher drin, das heißt, hier ist unten und hier sind keine vier Löcher dran, das heißt, hier ist oben. Ergo haben wir jetzt hier links vorne, hier rechts vorne.
Das hier ist rechts vorne, das ist hinten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier das gute alte Teil dran machen. Und zwar diese Seite müsste dann links vorne sein. So, dran machen. Und nun können wir nämlich so schauen, dass wir die schon festballern. Jetzt am besten das Ding hier an das schon verbaute nochmal dran stecken. Das geht ja ganz einfach. Zack, zack. Und nun kommen wir mit der anderen Seite und machen diese auch so fest, dass sie nach vorne aufgehen. Und jetzt müssen wir hier hingehen, so ein bisschen seitwärts gehen, dass wir hier erstmal in den Exzenter kommen und gleichzeitig auch noch hier unserem Rückfreund. Das heißt, da muss man ein bisschen Fummele machen. So. So. Kommen wir wieder rein. Jetzt drücken wir uns hier durch, bis es fest ist. Zack. So, jetzt haben wir hier den Korpus schon ganz gut gebaut. Jetzt müssen wir den natürlich auch festschneiden. So. So. Hier ist vorne, hier ist oben, da unten war unten. Jetzt kommt noch ein Deckel oben drauf. Zack, abgeschlossen ist er. Hier, jetzt geht es auch wieder oben. Exzenter wieder festziehen. Sehr nice. Und nun haben wir unseren Korpus schon ganz gut hier am Start. Und jetzt können wir hier schon hingehen und auch die Schubladen schon einbauen. So, die kommt, also sie zieht ein bisschen raus, dann hängt ihr sie ein, weil an der Seite jeder Schublade gibt es so einen Bereich, der nach außen sich ziehen lässt. Jetzt ziehen wir den so weit rein, so, jetzt ziehen wir das Ding so weit raus, also den Metallfreund da drinnen ziehen wir so weit raus. Es geht auch meistens, geht es ganz gut, wenn man reindrückt und dann rausfahren lässt. Dann kommen die nämlich weiter vor. Und dann zieht ihr das an die Stelle, wo hier das Bohrloch ist, wo das nämlich dann übereinstimmt. Und das natürlich an beiden Seiten. Und dann müssen wir nur noch von innen mit dem kleinen Schraubi das dann befestigen. So. So. Das gleiche müssen wir jetzt auf der anderen Seite auch praktizieren. Das heißt, rausziehen, so weit, bis das Bohrloch von der Schublade mit dem des Rail-Systems übereinstimmt. Und dann können wir das auch dort festdrehen und haben jetzt unsere Schublade. Super nice. So. Obwohl ich gerade merke, ich sollte das vielleicht ins zweite Löchli machen, damit es ein bisschen tiefer reingeht. Denn tiefer mag die Kommode wohl lieber. Es gibt also zwei Einstellmöglichkeiten da. Aber es ist auch kein Problem. Das heißt, wir ziehen nochmal kurz raus und holen unseren Rail-System noch ein Stückchen nach raus. Beziehungsweise lassen unsere Schublade ein bisschen reinfahren und machen es dann ins zweite. Das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. So, jetzt gehen wir hier auf die zweite Ebene, aufs zweite Löchli, fahren dafür ein bisschen die Schublade rein hier und haben dann hier die Möglichkeit, ein bisschen tiefer reinzufahren, aber das könnte man auch anders machen. So, und das gleiche mache ich jetzt bei den zwei auch und dann drehen wir das Ding mal um, denn dann kommen noch die Drehfüße dran. Letzten Schritt müssen wir jetzt nur noch etwas reinsmashen. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten die Füßchen draufsetzen. Das sind so Dübel im Prinzip, die für den Füßchen-Support da ist. Rein damit. Rein damit. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Rollen reindrücken.
So, rein, die müssen so einrasten, da sind so Nasen dran. Oh, und wenn die Klick machen, dann sind die dann drinne. Oh, und können benutzt werden. Die könnt ihr auch im schlimmsten Fall wieder rausnehmen und ersetzen. Aber es ist auch Fummelei. Eigentlich sind die nur gebaut, um einmal platziert zu werden. So, und dann haben wir unser Rollcontainer fertig. Yeah, geil.